Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, und zwar Amnesia The Dark Descent. Tja, warum mache ich jetzt plötzlich was anderes als Aion? Ist ganz einfach. Immer wenn ich es gerendert habe, war irgendwie nur das Bild schwarz bei Aion. Sound war da, aber beim Rendern schlug es irgendwie fehl, und das nicht nur bei einem Programm. Nein, ich habe es auch gleich bei zwei anderen probiert. Und ja, deshalb bin ich gezwungen worden, dies abzubrechen. Ich habe mir jetzt überlegt, bleibst du bei zwei oder machst du noch eins? Und ich bin zu Entschluss gekommen, dass ich jetzt noch eins mache, und habe mich für Amnesia entschieden. Ein Grund dafür ist, weil ich nochmal so ein Horrorspiel spielen wollte. Und ja, so viele Leute sagen, es ist der blanke Horror etc. Und ja, ohne weiteres Gequassel würde ich jetzt mal langsam sagen, wir starten ein neues Spiel. Zur Info, ich habe den ersten Gang, kann man sagen, habe ich als kleine Testaufnahme gemacht. Deshalb weiß ich das schon, was da alles passiert. Aber ab den alten Archiven spiele ich es komplett blind, ja. Und ich hoffe, dass ich mir hier nicht selber ins Bein geschossen habe. Das kann was werden. Don't forget, some things must be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Ja, und da sind wir erwacht. In Farbe. So sieht es aus. Pink und rot. Ich weiß nicht, ob das Blut darstellen soll oder was auch immer. Aber für mich sieht das mehr aus wie Farbe, weil Blut ist ja wohl nicht pink. So kann er so. Gut. Wie gesagt, ich kenne mich hier in dem Game nicht wirklich aus. Ich kenne nur so das Gebräuchlichste. Zum Beispiel, dass man mit seinen Ressourcen, die man hier hat, sehr sorgsam umgehen sollte. Zum Beispiel nicht einfach überall seine Zünderbüchsen verprassen. Und ja, ist schon mal ein recht komisches Erlebnis. So. Und Leute, ihr könnt mir glauben, ich zock das wirklich hier nur diesen ersten Gang. Ja, nicht blind. Das heißt, gut, die erste Folge wird vielleicht ja, ganz ruhig, mein Freund. Wird vielleicht nicht blind, aber oh. Okay. Das heißt wohl so viel wie, du kommst ja nicht raus. Tja. Das Problem ist immer, wenn du nicht aufnimmst, da kannst du immer die großen Töne spucken, von wegen, das ist nicht gruselig. Aber wenn du dich dann auf die Aufnahme konzentrierst, dann ist das Ganze schon was ganz anderes. Die Weinflasche auch gebraucht. Geil. Uiuiui. Ganz ruhig.
Kann ich da was hier brauchen von? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal versuchen, diese Seite da rauszunehmen. Mit einem Stuhl. Womit denn sonst? Hoppala. Das war schon so. Und scheinbar kann ich diese Seite nicht aufheben. Nee. Scheint einfach nur ein Papierchen zu sein. Oh, siehst du, hätte ich auch den Besen nehmen können, um es einzuschlagen. Hoppala. So. Schauen wir mal. Ah, hier sind wir doch eben runtergekommen. Im Intro. Würde ich meinen. Okay. Irgendwas knackt hier. Oder knarrt hier ganz. Und gar rum, was mir gar nicht gefällt. Hey, ruhig, mein Freund. Er lebt ja fast hier einem Geisterhaus. Obwohl ein Geisterhaus auf einem Rummel wäre mir wahrscheinlich lieber. Das war der Wind. Das war der Wind. Ist hier irgendwas? Eine Zunderbüchse. Hoppla. Gehen jetzt ab. Der Mann macht wohl keine Dunkelheit. Kann man sich ja irgendwie ducken. Irgendwas sagt mir, dass ich da nicht reingehen sollte. Okay, hier ist nichts. So, was haben wir denn hier? Tja. Ja. War der Wind. Da ist die Passage jetzt hier schon vorbei. Irgendwas sagt mir, dass ich da nicht reingehen will. Mann. Wie gesagt, ab jetzt ist es blind. Ich habe nur bis diesen kleinen Gang gemacht, bis zum alten Archiven, als kleine Testaufnahme. Ab jetzt ist es wirklich blind. Das sieht schon genauso einladend aus wie zuvor. Bücher. Wie sie denn irgendwie zu gebrauchen? Was steht denn da drauf? Pflanzenreich. Ja, das ist ja toll. Nee, komm. Kann ich hier das Ding rausnehmen? Mein geistiger Zustand, ey. Ich müsste einfach nur nach da oben klettern können. Hallo. Überall diese Maden. Aber wir haben hier zwei Zunderbüchsen. Habe ich ihn? Wie sehe ich denn in mein Inventar ein? Das müsste ich noch mal ganz kurz gucken. Nee, komm. Scheiße. Vielleicht hätte ich... Du musst zuerst deine Laterne... Ja, toll. Ich will doch nur meinen... Inventar sehen. Bücher. Oh, ja. Oh,
worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand ein wenig verzündet und dichter in deiner Umgebung. Das ist gar nicht gut. Ja. Was ist das hier für pinke Farbe? Soll das Blut sein? Ist das eine zensierte Version? Hey, hallo? Das hört sich an, als würde mir irgendwas folgen. Knarzt irgendwas. Und ich bin's nicht, beziehungsweise meine Knochen sind's nicht. Da ist ja eine Laterne. Tabulator.